Moin Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von World of Tanks. Das bedeutet, wir springen heute wieder in Panzer und ballern eine Runde. Wenn ihr selber eine Runde World of Tanks zocken wollt, dann klickt auf den ersten Link ganz oben in der Videobeschreibung. Und wenn ihr euch registriert, dann benutzt auf jeden Fall den Code TANKMANIA. Dann bekommt ihr nämlich, wow, diese tollen Geschenke. World of Tanks ist übrigens kostenlos, also gönnt euch, wenn ihr wollt. Und jetzt geht's los. Rein ins Spiel. Ich hatte ja beim letzten Mal nach Tipps und Tricks gefragt, weil ich bin definitiv kein World of Tanks Experte. Das muss man aber auch nicht sein, um in diesem Spiel Spaß zu haben. Auf jeden Fall habt ihr mir den IS-7 empfohlen. Wir werden heute auf jeden Fall auch noch ein paar andere Panzer austesten, weil wir haben jetzt hier einen schweren Durchbruchspanzer. Ich bin mal gespannt. Ihr meintet, der ist klasse und ich vertraue euch mal. Das Game hat auch Matchmaking. Das bedeutet, ihr werdet jetzt nicht gegen irgendwelche Pros in eine Runde geworfen, sondern das Spiel passt sich so ein bisschen an euren Skill an. Let's go. Wir sind in der Tundra. Oh, 17 Sekunden geht's los. Okay, Auftrag, die gegnerische Basis erobern oder alle gegnerischen Fahrzeuge zerstören. Die Panzer basieren übrigens auf historischen Panzern und sind jetzt irgendwie nicht welche, die man sich ausdenken kann. Den Dingen hier vorne gab's wirklich. Guck mal, das sieht aus wie irgendwie so ein Tagebau. Oh, 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 da sind schon, oh, oh, da sind schon Gegner. Muss hier natürlich aufpassen. Ihr habt mir auch gesagt, eher passiv spielen, sich bei seinen Leuten halten. Ich guck mal, vielleicht erwische ich hier ja jemanden. Nee, wir gehen mal hier in den anderen Modus. Weil wenn die zu offensiv sind, habe ich Sichtkontakt? Ich habe es einfach mal probiert. Boah, Alter, habt ihr die Flugkurve gesehen? Was war das denn für ein paar... Ja, guck mal da, Alter. Okay, ich werde mal da vorne die anderen beiden supporten. Wir kommen mal mit. Hier runter. Ich bin natürlich ein bisschen schneller als der Digge. Sollten hier aber aufpassen, dass wir nicht irgendwie von anderen Leuten anvisiert werden. Werde mal gucken, ob ich den anderen da vorne supporten kann, ohne hier selber zur Zielscheibe zu werden. Okay, hier sind wir relativ safe aktuell. Boah, Alter. So, hier bin ich von links auf jeden Fall gesaved. Da vorne versteckt sich der andere. Ich könnte natürlich gucken, dass ich hier nach rechts fahre. Okay, der hat gerade geschossen. Ich probier's. Ich gehe ein bisschen Risiko. Und hab's geschafft. Okay, let's go. Boom. Treffer. Kritischer Schaden. Also es hat auf jeden Fall geschallert. Das ist gefährlich, weil da sind zwei. Oh, guck mal, der andere geht jetzt auch in die Offensive. Boom, Treffer. Ah, Panzerung nicht durchschlagen. Oh Gott, da sind zu viele. Junge, du kannst nicht so in die Offensive gehen. Junge, das ist viel zu gefährlich, was er da macht. Ah, ne, da oben komme ich nicht durch. Die Panzerung zum zweiten Mal nicht durchschlagen. Oh, jetzt wurden wir auch getroffen. Müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Ah, wir bekommen Verstärkung von unserem Kollegen. Jawohl, er wurde zerstört. Let's go. Jetzt nach vorne, Jungs. Also, ich weiß jetzt, dass ich nicht den krassen Damage gemacht habe, aber ich glaube, taktisch war das gar nicht so schlecht. Ja, den ab... Oh, abgelenkt. Hier hat es gerade ordentlich gekracht. Fahr mal ganz schnell hier durch. Oh, da vorne ist noch einer. Oh ja, der ist destroyed worden. Sieht aktuell ganz gut aus. Eine Frage hätte ich an euch. Ich habe jetzt ja die drei unterschiedlichen Munitionstypen dort. Hätte ich die anderen vielleicht eher benutzen sollen? Oh, der wurde auch zerstört. Jetzt haben wir hier links, glaube ich, noch einen. Ja, das ist der letzte. Dann haben wir gewonnen. Oh ja. Na, Campaletto? Na, ich sehe ihn leider nicht. Und da wurde er zerstört. Jawohl, alle Gegnerfahrzeuge zerstört. Das war doch mal ein guter Start. Für die Leute, die vielleicht die letzte Folge nicht mitbekommen haben, es gibt die unterschiedlichsten Panzer von den Amerikanern, Japaner, die Deutschen sind auch am Start. Und dann gibt es verschiedene Stufen. Jetzt hatten wir einen schweren Durchbruchspanzer. Wir können ja mal gucken. Wir nehmen jetzt mal Großbritannien. So, guck mal, das ist jetzt ein Sturmjagdpanzer. Der Badger. Okay, wo sind wir jetzt? Ist das nicht die Map, wo ich das letzte Mal runtergefallen bin? Da gab es ein kleines Problem. Hier ein Clip. Nein! Das war's für uns. Okay, hier hinter der Anhöhe kann ich mich erstmal ein bisschen verstecken. Ich fahre mal mit den anderen. Weil ich glaube, es ist immer gut, wenn man den Gegner flankiert. Oh nein, da vorne. Der mit den 22. Guck mal, wie schnell der ist. Junge! Okay, ich bin jetzt mit meiner Crew hier vorne. Ich werde jetzt auch einfach zu dem Punkt fahren, um den einzunehmen. Oh, da vorne sehen wir einen. Oh, der hat auch ordentlich HP. Habe ich da freie Schussbahn? Ne, die sind hinter dieser Anhöhe. Ich versuche mich hier hinter dem Stein zu verstecken. Weil hier bin ich dann erstmal safe und kann dann hier immer so ein bisschen rausgucken. Das fand ich war das letzte Mal eine Taktik, die ich gar nicht so schlecht fand. Ach, guck mal. Das ist interessant. Das geht mit dem gar nicht, weil der hat keinen Drehturm. Ich kann tatsächlich nur geradeaus ballern. Okay, ich gehe auch in die Offensive. Oh ja, die werden von beiden Seiten ordentlich angegangen. Oh ja. Oh, und der wurde zerstört. Ja, ja, kleiner Treffer. Nein, wir, um eine... Die haben die Kette zerstört. Ich werde ordentlich beschossen. Ich habe jetzt noch ein bisschen repariert. Okay, alles gut. Glücklicherweise halten wir ein bisschen was aus. Oh, hinter mir. Ich bin viel zu offensiv. Aber du rechnest nicht mit mir. Boom!
schnell nachladen. Lade nach, lade nach. Oh ja, das sieht gut aus. Komm. Jawohl, und zerstört. Ich bleib erstmal hier hinter. Alter, wie wurden wir denn dezimiert? Ja, die kommen jetzt alle von hinten. Ah, Mist, daneben. Jetzt kommt er raus und schießt. Ah, Mist. Das war nicht gut gemacht. Ja. Wir waren der Vorletzte. Ja, schade. Niederlage. Alle aber das gehört auch dazu. Man kann nicht jede Runde gewinnen. So, wir können mal gucken. Wir nehmen jetzt so einen deutschen Panzer. Hier, ein Panther. Mittlerer Mehrzweckpanzer. Kann er sein Köpfchen drehen? Werden wir sehen. Okay, die gegnerische Basis erobern oder alle gegnerischen Fahrzeuge zerstören. Wunderbar, wir können... Junge, er kennt nichts. Er ist einfach durch das Ding gefahren. Okay, Jungs. Ich bin dabei. Ich komme mit. Oh, da hinten. Alter, das ist, da vorne ist so ein richtiger Häuserkampf, habe ich das Gefühl. Ich habe einfach mal geschossen. Ich hätte das Gefühl gehabt, dass ich ihn da treffe. Die anderen fahren hier alle auf diese Anhöhe. Ich sollte meinem Team vertrauen. Ich fahre da jetzt auch mal hin. Mein Motor ist jetzt aber nicht unbedingt der kräftigste. Oh, da hat es gut gekracht. Ah, Schürze nicht durchschlagen. Jetzt wird... Nein! Treffer, aber es war auch nicht so heftig. Alles gut. Ich fühl's richtig mit. Oh, da vorne betteln sich auch welche. Okay, kurz mal hier um die Ecke. Der wollte definitiv Paletto, Alter. Ah, wieder die Schürze nicht durchschlagen. Leute, da brauche ich mal eure Tipps und Tricks. Was muss ich da machen? Oh nein, da vorne wurde einer von uns zerstört. Alter, vor allen Dingen, die haben halt ordentlich die City. Man kommt halt kaum an den Panzer hier vorne ran, der sich da so postiert hat. Der sitzt da so sahnig drin. Okay, wir sind nur noch zu viert. Ich fahr mit unserem Kollegen. Vielleicht können wir hier einen kleinen Überraschungsangriff starten. So viel dazu. Ja, ich muss hier einmal reparieren. So viel dazu zum Überraschungsangriff. Okay, unser Kollege wurde... Nee, das ist nicht mal unser Kollege. Wir sind nur noch zu dritt. Ich gehe jetzt in die Offensive. Ich bin der Letzte. Zack, Treffer. Vielleicht... Nein, da ist ja noch einer. Wie schnell ist der denn plötzlich dazugekommen? Alle Verbündeten. Ja, schade. Nehmen wir mal einen chinesischen Panzer. Ja, nochmal so ein Durchbruchspanzer. Ah ja, guck mal. Jetzt können wir hier sehen. Panzerbrechend. Das zweite ist Hohlladungsgeschoss. Sprenggranate. Ah, da sehen wir auch den Schaden. Ich hoffe einfach, dass das gut ist. Falls ihr da Tipps und Tricks habt, auch bitte reinballern. Okay, die finale Schlacht. So, Leute, jetzt sind wir in Minsk. Diese sieht aber schick aus, Alter. Direkt auf dem Rummel. Okay, gegnerische Basis erobern oder alle gegnerischen Fahrzeuge zerstören. Bin ich dabei. Oh, Alter, der eine. Der ist schon wieder Speedy Gonzales. Und das hier ist aber wieder richtig so Straßenkampf. Da hat man schon einen gesehen. Ich fahre hier einfach mal dem Kollegen hinterher. Der sieht so aus, als wüsste er, was er tut. Oh, hier mitten auf der Straße ist, glaube ich, das Dümmste, was man machen kann. Ich fahre mal schnell wieder hier rein. Kurz mal hier ein bisschen verstecken. Ah ja, nee, aber es sieht so aus, als hätten wir hier schon... Oh, nee, der eine wurde direkt weggeschossen. Alter, was war denn das für ein Ding? Es war ein Schuss und der war weg. Gott, ich hab einfach nur Angst. Oh, nein! Alter! Junge, das war eine dicke Explosion. So, ich fahr mal kurz hier so ein bisschen hin. Da vorne ist einer. Aber ansonsten, wenn ich hier um die Ecke... Achso, der ist von uns. Alter, ich dachte, das wäre ein Gegner. Ah, da kommt... Ah, das ist eine Panzersperre oder so. Da kommst du, wenn du da reinfährst, dann bist du kaputt. Okay, zwei gegnerische, zwei von uns wurden zerstört. Oh, Alter, der hat dem einen richtig fetten Treffer verpasst. Ich würde den so gerne supporten. Aber ich habe halt einfach Angst, dass ich da nur im Weg stehe. Oh, hinter uns sind auch ein paar Feindbewegungen. Oh, der hat einen dicken Treffer bekommen. Wenn ich den einmal treffe, dann ist der weg. Boom, kritischer Schaden, der hat nur noch 14 AP. Komm, einer noch. Einer noch. Nein, jetzt ist er wieder weg. Da haben wir aber diesmal einen ganz guten Treffer da versenkt. Oh, der ist auch nur noch Schall und Rauch. Oh, der 14er. Ja, der ist destroyed worden. Sehr geil. Okay, hier rechts sind auch noch welche. Nein, den Dicken hat's erwischt. Ich traue mich hier halt auch nicht durch. Na, hier vorne ist halt noch der eine. Und sobald ich da durch diesen einen Korridor fahre, werde ich hundertprozentig anvisiert. Da kommt einer. Ja, okay, Panzerung nicht durchbrochen. Ich muss hier weg. Einfach nur hier durch. Hier sind viel zu viele. Ich bin der Letzte, der hier auf der Kante ist. Okay, wartet. Kann ich hier durch? Bitte. Nein, Mist. Und jetzt wurde ich von dem Linken auch noch erwischt. Dich nehme ich mit. Bam, mitgenommen. Mann!
Mann! Egal, ich habe wenigstens den einen noch destroyed. Let's go. Nun gut, Leute, das war's mit einer kleinen Runde von World of Tanks. Wenn ihr selber eine Runde spielen wollt, guckt ganz oben in die Videobeschreibung. Vergesst nicht den Code Tankmania. Was ihr alles dann bekommt, ist auch nochmal in der Videobeschreibung. Und ja, gönnt euch. Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Haut rein. Ciao, ciao!